Da kommt doch gleich wieder einer und versucht den lieben netten Wartrak zu töten. Das können wir natürlich nicht mitmachen. Deswegen mussten wir jetzt so unvermittelt starten, weil der Typ, ja, kam einfach an. So ein Lauch. Ich versuche gerade den... Du hast Magika unter deinem Namen stehen, den wir noch nicht haben. Wenn ich den versuche, dann passiert das hier. Au, 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 au. Ich versuch's gar nicht erst. Ziemlich gutes Schild, das sollten wir uns merken, aber es macht mir selbst auch ziemlich viel Schaden. Warum auch immer. Lass ich nur meine Waffen wieder mitnehmen. Ja, mach ich. Bei mir in der Aufnahme hat man doch gesehen, ich hab dieser Minengrad, diese Steinminen, auch schon versucht gehabt und bin daran gestorben. Also meine Aufnahme ging noch so lange. Gladys ist, glaube ich, vorher abgebrochen. Nee, ich hab dich noch am Sterben drin. Ach so. Als ich gesagt habe, die Aufnahme ist abgebrochen oder so, da habe ich sie gerade abgebrochen. Also, das sieht doch sehr. Da ist ein Schwert! Ich bin falsche Seite. Ach, die Flammenklinge. Nee, willst du die Flammenklinge haben? Ja. Willst du den Hammer lieber mitnehmen? Ja, ich mag den Warhammer. Da, guck mal, ob die Flammenklinge noch da liegt. Nein, die ist wieder verschwunden. Nein, die liegt noch da. Die liegt nur hinter dem. Ich könnte sie nehmen. Ach, da. Sie ist verschlossen. Ohohoho. Ich werde die Waffen sowieso kaum einsetzen, deswegen ist eigentlich egal, welche Nahkampfwaffe ich mit habe. Ich kämpfe total gern mit den Waffen. Obwohl, eine Flammklinge ist vielleicht schon gut. Ah. Wir müssen unbedingt, wenn wir dann relativ am Ende sind oder so, müssen wir mal eine Runde spielen mit unseren coolen Charakteren. Wir können nach dem Hauptding dann später nochmal ein paar Herausforderungen zeigen. Wo es einfach nur, das sind einfach nur, ach komm her. Kloppy, das sind einfach nur Arena-Kämpfe. Genau. Und da werden wir dann unsere coolen Charaktere einsetzen. Aber stimmt, wenn wir das jetzt machen, wäre blöd, weil da müssten wir schon Magikin zeigen, die es noch nicht gibt. Richtig. Aber die Arena, die Herausforderung, da fängst du mit ohne Magika und nur mit Standardausrüstung an? Hast du gerade gesagt, da fängst du mit ohne Magika an? Mit ohne Magi. K. So, Moment. Und... Go! Also, dass wir diese Kombination rausgefunden haben, ist eigentlich schon ein bisschen gemein, ne? Weil, also ihr werdet noch sehen, mit dieser Kombination werden wir noch sehr viel Spaß haben. Ich möchte noch was zeigen, ne? Und zwar, man kann Strahl verkreuzen, wenn man aber... Ach, Vlad, Dreckskerl! Ja, die Brücke wurde sabotiert. Natürlich. Ja, das wäre das einzige. Nein, Vernünftige. Ich wollte noch was zeigen. Ach, na, egal. Kannst du auch an Bord zeigen. Ich wollte zeigen, dass man Strahlen nicht nur kreuzen kann, sondern auch, dass Strahlen sich gegenseitig aufheben können. Wollte ich bitten, einen Arkanstrahl zu schießen und ich schieße einen Lebensstrahl drauf. Nur noch keinen Mann vortragen. Ich sage, ich spiele Piloten, ihr steht Schmiere. Wir stehen Schmiere. Nachdem wir ein Goblin-Luftschiff geklaut haben. Ich bin voll der Elementarmagier, was? Flammenschwert und Eisstab. Mhm. Und ich bin cool. Du bist Steinern. Ich habe einen Warhammer, ja? Komm, wir probieren das mal aus. Ich mache... nein, wir machen das nicht aus. Achso, warte mal. Ich glaube, hier sind die ganz cool. Oder das hier. Genau. Alles muss brennen. Wir sollten uns vielleicht erstmal einen Außer Feuerschutz ich. Geben. Ja. Stimmt, Feuerschutz ist eigentlich eine coole Idee. So, das und das. Nee, das geht mit Feuer. Donner. Bam. Ich habe mir jetzt nochmal ein Feuer und einen Donnerschutz. Oh ja, warte mal. Sehr schön. Genau das wollte ich eigentlich auch machen. Ich brauche mal ein bisschen Leben vielleicht. So. Da lebt noch einer. Hauen mal klein. Ich glaube, mein Feuerschutz ist schon wieder ausgelaufen. Der ist halt erstmal gewütet.
Pass mal auf, dass ich dich nicht mit meinem Schwert treffe. Das wäre nett. Ich ziehe ihn gerade mit Luft durch Löcher. Nein, mit Dampf. Meine ich doch. Dampf denk und dann Arkan, ne? Denk an deinen Feuerschutz ein bisschen zu, Oh ja. Erstmal Leben. Casten. Noch mehr Leben casten. Dann, Feuerschild. Nein! Oh ja, wir können die ja auch hier runterschieben. Bam! Ah, ich will nicht runterfallen. Ich wäre fast runtergefallen, weil ich das nicht mehr bewegt habe. Wir leben noch. Ich muss zu. Okay, ich übernehme das Steuer. Blatt! Nein! Ich übernehme das Steuer. Zunichtung. Achso, habe ich schon. Nein, verdammt. Zunichtung. Ich bin tot. Wow. Ich bin wieder tot. Kannst du mal die Bombentypen töten? Ich muss einfach Bomben verteidigen, warte. Dankeschön. Brenner. Oh. Guck mal, deine Leiche fliegt da oben rum bei mir. Ja, das ist komisch. Meine fliegt auch da rum, aber ich laufe hier schon wieder. Gab irgendwie gerade mich und meine Leiche. Ich spendiere dir einfach jedes Mal einen neuen Körper. So nett bin ich. Ja, ich finde aber, ich und meine Leiche klingt auch gut. Moment, besiegt? Wir sind besiegt worden? Ja, warum auch immer, weil wir sind... Eigentlich steht die Level geschafft. Eigentlich hätte da jetzt... Naja, nee, Level geschafft ist nicht richtig. Weil es ist ja nicht das Ende von... Kann man wohl die. Stimmt, aber wir wurden... Hä? Wir waren noch am Leben, sind aber irgendwie im letzten Moment anscheinend gestorben. Da hat es den Kontrollpunkt aber schon. Also erstmal finde ich es ganz scheiße vom Spiel. Genau. So, Lebensbomben. Oh ja, Lebensbomben. Ich will auch Lebensbomben legen. Ihr habt nur ein Leben. Wenn ihr es wertschätzt, dann was? Ach, ich vermisse meine Frau. Ja, okay. Warte mal, ich helfe dir, deine Frau wiederzusehen. Oh, wir können MacLeod nicht töten, aber... Ja. MacLeod ist unsterblich, ist einer von den Highlandern. Kennst du die Filme nicht? Hast du auch diesen Besiegschriftzug bei dir im Bild? Ja. Vielleicht sollten wir... Wie sieht es mit der Uhrzeit aus? 8 Minuten, ja. Vielleicht. Ach, das schaffen wir noch. Wir spielen jetzt mal eine halbe Folge lang mit einem Besiegschriftzug. Ich brauche ein Stromschild. Danke. Ach so, stimmt. Das wäre wahrscheinlich sinnvoller. Du hast ihn aber hinterher springen lassen. Komm, Warhammer. Das war total übersteuert, ist mir aber egal. Ich reise mit mir. Eigentlich ist er mir hinterher gesprungen, aber passt schon. Und sein Elektrospeer ist weg. So. Ach, falsch. Könntest du es bitte sein lassen, ständig Regen zu machen? Mich kotzt das immer total an, wenn ich dann nass bin. Du musst einfach Kälte auf dich selbst casten, dann wirst du wieder trocken. Na verdammt, so geht das. Ja, Kälte auf mich selbst casten. How about no? Weißt du, mit dir hat man irgendwie nur Probleme. Oh, wir sehen auch dank des Besiegt-Schriftzugs nicht, was wir gerade in der Castleiste drin haben. Stimmt. Und die Magiker sind auch weg. Ich glaube, der hat Feuer. Oh, ich will das Eisschwert haben. Das gibt's erst später. Solange nehme ich den Kernschmelzkolben.
Ich glaube, ich weiß welche. Guckt euch die Schafe an. Diese Schafe. Schafe? Ach, die Schafe. Ja, die machen sogar Mäh. Mäh. Du weißt, welche Magika wir mitbekommen, ne? Du brennst. Diese geilen Schafe. Nein, das ist mein Kolben. Da. Die mähen sogar. Ja, diese Schafe sind so geil. Da müssen wir später auch nochmal gucken. Oh nein. Oh nein. Ends. Ends. Und ich habe kein Flammschwert mehr. Ich habe einen Flammenkolben. Ich will ein Steinschild haben. Wollen wir nicht ein Schild casten? Das Problem ist nämlich. Genau. Mach dir mal. Genau, mach dir Wasserimmunität und dann kannst du Donnerschild casten, du. Mach mal, Buschfeuer hier. Beschwören die neue, die Viecher da hinten? Ja, wir müssen die Zauberer töten. Das heißt, wir müssen hier sowieso raus. Oder naja. Nee, die Zauberer kommen doch irgendwann mal näher ran, oder? Ich glaube, das ist zufällig, dass jemand näher rankommt. Na, je nachdem, wie weit wir weg sind, wahrscheinlich. Hey, du hast gar keine Donnerimmunität mehr, weil solange wir in dem Schild stehen, können wir anscheinend nicht nass werden. Ich wusste gar nicht, dass dieses Spiel so sinnvoll ist. Ich hab eine Lebensimmunität! Drecks! Nein, das wollte ich nicht! Drecks, Madre, Bruder, Sibilla. Also ihr merkt, mit Feuer kommen wir hier relativ schnell zu Potte. Bam, bam, bam. Warum hat nämlich jetzt da so rausgeschleudert? Was? Nein. Alter, nein. Ich kann dich teleportieren, die Dreckskerle. Ich bin tot. Kannst du mich auch wiederbeleben? Moment. Beleb mich wieder, nimm dir die Magik und nutze sie in der. Bam! Diese mächtigste Magik der Welt, wenn man nicht gerade. Denk dran, Leben nachzukosten. Mach ich gerade. Mit einem Wasserschild kannst du es machen. Ich mach mir ein Donnerschild. Ich bin tot. Mal wieder. Töte doch mal diesen verdammten Zauberer, Junge. Ich bin dabei. Aber der Donnerkeil trifft alles, nur nicht den Zauberer. Jetzt, schnell. Schnell. Du bist nass. Und gleich tot. Nein, mein Spiel ist weg. Beleb mich wieder. Beleb mich wieder. Mein Spiel ist weg. Mein Spiel ist abgestürzt. Nein. Ich glaube, wir machen die Folge mal ein bisschen kürzer. Ja, Leute, jetzt seht ihr mal aus wahrem Grund den besiegten Bildschirm, also bei mir noch. Verbindung zu The Vardrak wurde unterbrochen. Ich weiß nicht, was ich getan habe. Ich habe einfach Tasten gehämmert. Wahrscheinlich wird das Spiel ist wahrscheinlich weg. Alt F4. Das Spiel ist weg. Ich sehe bei mir nur Schwarzbildschirm. Oh nein. Okay, und bei mir seht ihr, also dieser eine Fakt-Zauberer, verdammte. Hättest du mich nochmal wiederbelebt, wenigstens? Ich dachte, der Blitzschlag trifft irgendwann, aber der hat sich geheilt, der Dreckskerl. Ah, der Blitzschlag ist unser QFASA-Zauber, den wir die ganze Zeit als Strahl casten, nur als Blitzschlag. Genau, und funktioniert auch nur auf der offenen Weltkarte. Deswegen haben wir das uns als Strahl angewöhnt, weil das für... Oh, da liegt ein Stab. Du, wir hätten die ganze Zeit den Stab nehmen können und uns eigene Baummonster beschwören. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, dann ist die Folge heute einfach mal ein bisschen kürzer.
Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin und ciao. Ciao.